Hallo alle miteinander. Des Thors Hammerschmied, ich nenne dich jetzt mal so und ich hoffe, du bist mir nicht böse, hat mir hier was weitergeleitet, ganz aktuell. Ich glaube, das Geheimnis von Bedini, Joule-Tief, RMF-Charger und Co. sind damit gelüftet. Ich lese es mal vor. Ich glaube, so ähnlich muss sich Einstein gefühlt haben, nachdem die Theoretiker sich über seine Theorie hergemacht haben. Ich kapiere hier gar nichts, aber vielleicht kapiere ich es noch eines Tages. Wir präsentieren die ersten Ergebnisse des Fermilab National Accelerator Laboratory FNAL Muon G-2 Experiment für die positive Muon-Magnetanomalie 1 μ. Was ist denn das für ein Ist-Gleichzeichen mit drei Strichen? Cool. Klammer auf, G von μ minus minus 2, Klammer zu, durch 0,2. Die Anomalie, hey, die Anomalie wird aus den Präzisionsmessungen zweier Winkelfrequenzen bestimmt. Die Intensitätsänderung von hochenergetischen Positronen aus Myonen zerfällen kodiert direkt die Differenzfrequenz, ist das Lambda, dieses W da, ein. Zwischen den Spinpräzision und den Zyklonenfrequenzen für die polarisierte Myonen in einem magnetischen Speicherring. Das kapiere ich. Das Magnetfeld des Speicherrings wird unter Verwendung von Kernspinresonanzsonden gemessen, die hinsichtlich der äquivalenten Protonenspin-Präzessionsfrequenz kalibriert sind. Lambda mit einem Strich drüber von P und der Ableitung davon, oder wie? Ich war schlecht in Mathe, keine Ahnung. In einer kugelförmigen Wasserprobe bei 34,7 Grad Celsius. Das Verhältnis, wenn es Lambda ist, ne? Lambda 1 zu 0, Lambda mit einem Strich drüber von P und die Ableitung davon, vielleicht heißt es so, bestimmt zusammen mit bekannten Grundkonstanten 1 μ. Klammer auf, FNAL, Klammer zu, ist gleich 116.592.040 mal, Klammer auf, 54, Klammer zu, mal 10 hoch, minus minus 11, Klammer zu, mal, Klammer auf, 0,46 Parts per Million. Das Ergebnis ist 3,3 Standardabweichungen größer als die Standardmodellvorhersage und stimmt hervorragend mit der vorherigen Messung des Brookhaven National Laboratory E821 überein. Nach Kombination mit vorherigen Messungen von beiden μ hoch plus und μ hoch minus minus, der neue experimentelle Durchschnitt von 1 von μ, Klammer auf, exp, Klammer zu, ist gleich 116.592.061 mal, Klammer auf, 41, Klammer zu, mal 10 hoch, minus minus 11 mal 0,35 Parts per Million, erhöht die Spannung zwischen Experiment und Theorie auf 4,2 Standardabweichungen. Da gibt es noch ein paar Bilder hier. Ihr seht da eingegangen am 14. März und akzeptiert am 25. März diesen Jahres. Und netterweise unter Creative Commons Lizenz. Das heißt, ich darf es teilen, wenn ich den Autoren, den Titel und dem Zitat der Zeitschrift und dem DOI zugeschrieben werden. Dem Zitat der Zeitschrift. Ja, wo ist denn hier das Zitat der Zeitschrift? Schau mal, ich mache alles richtig. Ich teile es jetzt mal mit euch. Ja, vielleicht kapiert ihr es. Ja, das war's erstmal. Bis später.